Pass auf, mach mal Folgendes. Atme mal einmal tief ein und schlaf tief und fest. Ja, lass den Körper einfach fallen. Völlig locker. Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück. Heute soll es um sogenannte Suggestibilitätsteste gehen. Und dafür habe ich mir ein bisschen Verstärkung rangeholt, die noch am Schlafen ist. Auch kein Problem. Und Suggestibilitätsteste sind eine witzige Sache und ihr könnt hinterher diskutieren, welcher Suggestibilitätstest euch am besten gefallen hat und noch besser ist, ihr könnt die hinterher ohne weiteres bei euren Freunden, Verwandten und Bekannten nachmachen. Also, los geht's! So, let's go. Bei Suggestibilitätstesten ist wichtig, es gibt zwei Arten von Suggestibilitätstesten, sogenannte Biological Convincer und echte Convincer. Was das ist, erkläre ich euch nochmal in einem gesonderten Video. Das ist nämlich ziemlich komplex, aber generell gilt, man fängt immer mit einem leichteren Suggestibilitätstest an oder halt Convincer und arbeitet sich vor. Diese Suggestibilitätsteste und Convincer haben zwei Aufgaben. Erstens, to convince, überzeugen, das heißt, sie sollen den Gegenüber davon überzeugen, dass du Hypnotiseur bist und dass du krasse Dinge zeigen kannst mit der Hypnose. Und zweitens, sie soll dem Hypnotiseur zeigen, wer fähig ist, Anweisungen zu folgen und wer sich auf das, was du sagst, einlässt. Wenn ich halt zum Beispiel 80 Leute auf der Bühne habe, kann ich nicht mit 80 Leuten arbeiten. Ich brauche also die Besten. Und mit diesen Testen kann ich herausfinden, wer mir wie gut folgt. Wir machen das wie folgt. Ich zeige euch jetzt als erstes die Fingermagneten und ich mache das mit der Katha vor, beziehungsweise ihr könnt alle auch mitmachen. Ist eine spannende Sache und dann erkläre ich euch so ein bisschen, was es noch für weitere Tricks und Techniken gibt. Einmal die Augen auf. Hey, setz dich mal gerade hin. Einmal bitte die Hände falten, wie beim Beten in der Kirche. Könnt ihr auch alle mitmachen und nach vorne ausstrecken. Und bitte jetzt einmal die Zeigefinger nach vorne nehmen. Sehr gut. Und ich zähle gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 möchte ich, dass du die Zeigefinger auseinander nimmst und dann auf den Zwischenraum deiner Zeigefinger schaust. Und dabei wird was Spannendes passieren, denn in dem Moment, wo du auf den Zwischenraum schaust, spürst du, wie die Zeigefinger wie von Magneten angezogen werden. Wir probieren das aus. Bei 3 einfach öffnen. 1, 2, 3. Auseinander und auf den Zwischenraum schauen. Und genau jetzt gehen die Zeigefinger immer näher aufeinander zu, immer näher gehen die Zeigefinger aufeinander zu. Je mehr ich rede, umso stärker ziehen die Zeigefinger aufeinander zu, auch bei dir, wenn du zuschaust. Noch viel, viel näher, immer näher und immer stärker. Die meisten von euch werden was gefühlt haben, bei Katha geht das relativ schnell, die habe ich schon ein paar Mal hypnotisiert. Das ist so ein typischer Test, das ist wahrscheinlich der berühmte, du kannst die Hände gerne wieder runternehmen, das ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Suggestibilitätsteste, die es gibt, wie gesagt, die sogenannten Fingermagneten. Einfach mal ausprobieren, bei diesen Suggestibilitätstesten ist wichtig, mit Bildern arbeiten, ja. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es länger. Schmückt das Ganze aus, ja. Das ist das Allerwichtigste, auch hier wieder frei reden ist entscheidend, ja. Zu improvisieren ist sehr wichtig. Das werdet ihr von mir noch 20.000 Mal hören. Improvisation ist das A und O. Aber nun gut, dann gibt es auch noch einen zweiten Test. Der ist ein bisschen schwieriger. Deshalb würde ich den auch nicht als erstes machen. Den zeige ich euch auch mal. Alle bitte mal einmal die Hände so nach vorne ausstrecken. Perfekt. Und die rechte Hand einmal umdrehen und zur Faust ballen. Genau. Und jetzt schließ bitte einmal deine Augen. Schließ die Augen. Lass die Augen fest geschlossen. Und ich möchte, dass du dir einmal vorstellst, du hast in der rechten Hand einen Eimer. Und stell dir einmal vor, ich werfe dir bei der Zahl 3 in diesen Eimer einen großen, schweren Stein. Bei 3. 1, 2, 3. Und du spürst, wie der Arm immer schwerer wird. Der Arm zieht immer stärker und stärker nach unten.
immer stärker und parallel wird plötzlich der linke Arm immer leichter, so als hätte ich tausende mit Helium gefüllte Luftballons ums linke Handgelenk gebunden. Links immer leichter und leichter, rechts immer schwerer und schwerer, links noch leichter, rechts immer schwerer, weil der Stein noch stärker nach unten zieht und noch ein Stein bei 3, 1, 2, 3, immer schwerer, wenn links immer leichter und leichter wird. Und du kannst jetzt einmal die Augen öffnen und dann sieht man schon, dass da ziemlich was passiert ist. Okay, nimm mal die Hände wieder runter. Geil. Ja, genau, kannst du in den Schoß nehmen. Ah, das ist auch ein sehr, sehr schöner Test. Kann man übrigens zu Hause ohne weiteres beim Freund, Freundin, Bekannten, Verwandten nachmachen. Ist eine witzige Sache. Katha, guck mal, Schlaf. Tief, ups, und fest. Also, das ist das absolut Wichtigste. Mit Bildern arbeiten und mit Bildern sprechen und mit Emotionen, weil unser Unterbewusstsein, unser Kopf, der denkt in Emotionen und Gefühlen. Ja? Und bei Katha ging das jetzt relativ schnell. Andere brauchen, wie gesagt, mehr Zeit. Bei anderen wiederum geht es noch schneller. Malt, was er erzählt, aus. Erzählt, du stellst die Magneten vor, die dort an den Fingern sind. Berührt die Finger. Stellt euch, du kannst, also auch wenn du sagst, du hast den Eimer in der Hand, du kannst den Eimer beschreiben, wie auch immer. Je mehr du beschreibst, umso besser und umso intensiver werden die Personen reagieren. Und das ist, wie gesagt, das Schöne bei diesen Suggestibilitätstesten. Sie sind kein Hexenwerk und funktionieren ohne weiteres. Ein weiterer, sehr effektiver Suggestibilitätstest ist der sogenannte Augenschlusstest. Und den zeige ich euch. Ich empfehle euch, guckt ihn euch einmal an, wenn ich ihn bei Katha mache. Und danach probiert ihn mal bei euren Freunden nachzumachen. Und der ist wirklich interessant und der klappt vor allem immer. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Katha, bei 3 kannst du die Augen öffnen. Du bist völlig tiefenentspannt. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Setz dich einmal entspannt hin. Katha, mach einmal Folgendes. Schließ bitte einmal die Augen. Genau. Schließ die Augen. Und stell dir einmal vor, du kannst durch deine geschlossenen Augen ein Vorhängeschloss sehen. So ein Schloss, was man vors Fahrrad hängen kann. Oder vor eine Tür. Und versuch dir dieses Schloss so gut wie es geht vorzustellen. Versuch dir die Farbe vorzustellen, das Gewicht, wie schwer es ist, wie es aussieht. Je detaillierter, desto besser. Und ich werde dich jetzt gleich an der Stirn berühren. Und wenn ich dich an der Stirn berühre, dann wandert das Schloss an dem Punkt an der Stirn, den ich berühre, nämlich hierhin. Und ich möchte, dass du deine geschlossenen Augen einmal auf diesen Punkt richtest. Das heißt, du drehst die Augen nach oben, du schaust auf diesen Punkt, sehr gut. Und du stellst dir einmal vor, dieses Schloss schließt sich ab. Und das Witzige ist, solange dieses Schloss jetzt abgeschlossen ist, kannst du auch deine Augen nicht mehr öffnen, weil deine Augen haben sich mit abgeschlossen. Du kannst die Augen nicht mehr öffnen. Bei 3 kannst du es probieren, aber solange du auf diesen Punkt schaust, gehen die Augen nicht mehr auf. 1, 2, 3. Probier es aus, die Augen zu öffnen. Du merkst, das geht nicht mehr. Wie fühlt sich das gerade an? Komisch. Bisschen spooky. Es funktioniert halt einfach nicht, egal wie stark ich es versuche. Pass auf, tippe ich dir an die Stirn, geht's wieder. Jetzt. Das war verrückt, das war jetzt bei ihr creepy, weil man so das Eiweiß extrem krass gesehen hat, ja. Aber das Spannende ist, dieser Test, der funktioniert immer. Und zwar wirklich immer. Denn eigentlich ist es ein Schummeltest. Jetzt wirst du dich fragen, wieso? Warum? Das habe ich dir nämlich, glaube ich, noch nie in meinem Leben erzählt, weil ich das niemandem erzähle. Mach mal Folgendes, mach mal die Augen zu. Okay. Dreh die Augen nach oben. Versuch die Augen zu öffnen, während du nach oben guckst. Ja, ja, dreh die Augen zurück. Ja, die Augen gehen einfach nicht auf. Müsst ihr ausprobieren. Macht die Augen zu, dreht die Augen nach oben, versucht die Augen zu öffnen. Es geht nicht, weil die Muskelstränge blockieren und verhindern, dass sich die Augen öffnen. So, und das ist ein sehr, sehr wertvoller Test. Wie gesagt, er klappt immer, wenn man ihn als Hypnose verkauft. Oder wie gesagt, ich sage nicht, das ist Hypnose, sondern ich demonstriere mal, wie krass die Kraft des Unterbewusstseins wirkt, obwohl er immer klappt. Aber wenn jemand die Augen aufmacht, zeigt euch das sofort, dass die Person nicht euren Anweisungen gefolgt ist und sich sogar dagegen wehrt, was ihr sagt. Also wirklich ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr krasser Suggestibilitätstest, der immer funktioniert. Also einfach ausprobieren und auch hier gilt, ruhig ein bisschen Story drumherum bauen. Man kann das ausführen, ja, weil der Zuschauer möchte Story haben, Storytelling, ja. Dir geht's ansonsten gut? Ja. Gut, ich bin entspannt. Du bist entspannt, ja. Bist du gerade unter Hypnose? Ich bin mir nicht sicher. Du bist dir nicht sicher, ja oder nein? Ich glaube nein. Schlaf.
tief und fest. Ich glaube doch. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn es bei euren Freunden ausprobiert, weil Kata war halt schon den ganzen Tag durch die Aufnahmen unter Hypnose. Aber wie gesagt, probiert diese Suggestibilitätstests aus. Macht doch einmal folgendes kleines Experiment. Nehmt eure Handys, sucht euch einen Freunden, Verwandten, Bekannten und führt diese Suggestibilitätsteste durch. Macht es einfach. Ihr müsst nicht sagen, dass ihr Hypnose macht. Wenn ihr sagt, ihr macht Hypnose, das ist immer der das würde ich niemals machen. Warum, erkläre ich euch später nochmal. Das kommt nie gut. Sagt, ihr macht so ein paar kleine Gedankenexperimente, denn was anderes ist es auch eigentlich nicht. Hier kann man noch nicht von Hypnose reden, so by the way. Und filmt das und schickt mir eure witzigsten Aufnahmen zu. Wir blenden euch eine E-Mail-Adresse ein oder ihr ladet es irgendwo hoch und schickt einen Link. Und wir zeigen die witzigsten Videos dann demnächst hier in diesem YouTube-Channel. Und die zwei witzigsten Videos gewinnen 2x2 Freikarten für eine Show von dem Kollegen Ben David und mir. Wenn wir wieder als die Unfassbaren touren. Das ist unheimlich cool. So, jetzt interessiert mich natürlich, welcher Suggestibilitätstest hat euch von den dreien am besten gefallen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Vergesst nicht, diesen Kanal noch gleich zu abonnieren. Dann freue ich mich, dann freust du dich, weil du kriegst immer die aktuellsten Dinge direkt mitgeteilt. Und nächste Woche Mittwoch um 15 Uhr gibt es eine neue Folge. Und dort schauen wir uns noch einen Suggestibilitätstest an. Und zwar meiner Meinung nach den effektivsten und krassesten von allen, nämlich den sogenannten Händefalltest. Also bis dahin eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.